gutes Timing. Echt jetzt? Ich habe doch gedacht, so schnell kann er nicht sein, aber doch. So. Neue bauen. Oder auch nicht. Warum? Da. Ja. Okay, das Messer weg. Konnte ich nicht sonst. Oh, ich brauche einen scheiß Baseballschläger. Ist doch jetzt nicht wahr. Dämpfer Maximum. Ja, Mensch. Ja, find jetzt mal so einen blöden. Find jetzt mal so einen blöden. Verdammten Basie, ey. First World Problems. Jetzt vor allem nicht mal so sinnlos rumsuchen, weil ich brauche ja wirklich was. Nahkampfwaffe mit dem blöden Messer kannst ja nur wirklich nichts reißen. Alles voll. Erstmal, ich brauche auf jeden Fall irgendwas Übergangsmäßiges. Mindestens. Kann ich hier einpacken. Besten Frags mache ich hier im Nahkampf. Nee, das wollte ich nicht. Wollte ich. Handholz. Soll ich das irgendwie pimpen? Nagelkantholz? Mal. Auf 5 Schrott. Ich weiß nicht, ob das genauso einen Bums macht wie das andere, den Baseballschläger. Also für mich macht es jetzt nicht so einen Unterschied, ob jetzt ein Baseballschläger da so eine Reißsäge drin hat. Anstelle. Andor. Oder ob so ein blödes Kantholz da drin steckt. Könnte das meine Rettung sein? Ja, ist es. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, sage ich mal. Also jetzt kann ich das irgendwie vergleichen. Wenn ich eine andere Nahkampfwaffe habe, ne, die ich aufheben kann. Komm, wir nehmen einfach mal hier noch so einen Prügel mit. Bin ich ganz voll getankt. Ist doch jetzt nicht wahr.
Macht das Messer überhaupt Schaden, frage ich mich gerade. Frag für einen Freund. So. Das, liebe Kinder, ist der Grund, warum man eine vernünftige Nahkampfwaffe braucht. Oh, dann mal los. Gut. So, haben wir es jetzt bald, oder? 200 Meter. Schön bei Nacht und Nebel. Und den schönen Paar auf den Sack. Gottverdammte Ripper. Finger weg von meinem Kumpel, oder ich werde euch Dreckskerle eigenhändig umbringen. So, jetzt ist die Frage. Nein. Oh, Leute. Bring. Die Frage ist, wie lange wollen wir unentdeckt bleiben? Einmal sind wir schon direkt aufgeflogen. Fuck. Nein. Tatsächlich schon aufgeflogen, weil wir mit dem Motorrad hier vorgefahren sind. Gut, dann brauchen wir auch keinen Schalldämpfer. Können wir uns das für die wichtigen Dinge aufheben? Oha. Oh, Junge! Ja, sicher? Ich bin also verirrt. Wie ist dein Name, Arschloch? Ich will wissen, wen ich töte. Ruhe in Frieden, du Scheißkerl! Komm schon raus! Der rührt sich nicht! Gucken wir, ob wir den da oben nicht auch wegkriegen. Wo ist Carlos, du Arschloch? Ha? Schickt er euch? Mist, vergessen, den Schalldämpfer abzunehmen. Du bist ein Verirrter! Es geht komm keine zu Tränen. Uns! Wir haben die steig hinab, Arschloch! Komm schon, du Scheißkerl, komm schon! Verpisst euch nach Iron Butte oder wo ihr herkommt! Ich bin, glaube ich, hier der Verirrte. Aber schön, das hier festzuhalten. Ja, liebe Kinder, bin ich hier wieder aufgefallen? Ah ja, hier auch also. Macht wohl genauso viel Schaden. Also völlig bummi, ob ich hier Baseballschläger nehme oder die Planke. So, das machen wir erstmal aus, den Müll. Wie können deine bekifften Jünger sich diesen Scheiß überhaupt anhören? Oh, Kacke, ne Herde. Eine Herde? Das könnte eine Herde sein. Dann könnte es jetzt ganz schön hässlich werden, wenn wir jetzt hier auffallen. So, die haben scheinbar noch nicht mitbekommen. Das ist ja grandios. Und der wurde direkt gefressen. Geil. Geil.
Jetzt weiß ich, wie ich mich fühle, wenn die Polizei hinter mir herfährt. Wird das so knattert oder was? Das war jetzt ja super. Tucker, bist du da? Scheinbar ein bisschen. Ich habe keine Sorgen mehr über dieses Ripper-Camp. Ich hab's ausgelöscht. Jeden einzelnen. Sehr gut. Klingt, als wäre es was Persönliches gewesen. Al-Kai sagt, es gibt Gerüchte, dass die Ripper hinter dem Biker-Boss hier sind. Den habe ich. Ach, das ist das Sniper. Sagen wir einfach, sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Dicken Ende. Aber ziemlich coole Animation. Die Rennleitung findet immer was zu nörgeln. Ja, gut, das kennt man ja. Natürlich war es kein Headshot. Das auch nicht. Manchmal frage ich mich echt. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Da ist irgendwie eine Markierung. Da oben oder was? Butter bei der Fische, hier wird doch noch mehr sein, oder? Kann doch unmöglich alles gewesen sein, was die hier haben. Also Sprit. Baseballschläger aus Holz, na guck mal. War schon die Holzlatte, ich weiß nicht. Verhalten. Wieder. Haben wir nicht noch irgendwas, was hier in der Nähe? Muss ich jetzt wieder komplett darüber fahren? Scheinbar schon. Also ich mach mal den Kanister, nehme ich mal mit und mach mal den Tank voll, aber ich glaube selbst das wird nicht reichen. Stand jetzt das Ding? Stand da irgendwo neben dem Feuer, ne? So, hier ist schlecht mit... Oh ne, hier... Okay. Ich würde gern die da drüben ausknipsen, ne? Aber es wird halt nichts. Hey, das wird nichts. So, Sprengstoff und so ist hier echt rar. Munition auch. Hatte ich ja noch Glück, ey. Gutes Timing. Das reicht trotzdem nicht. Deckt mich doch. Wenn ich jetzt hier gucke. Ach nee, hier hatte ich wohl vorhin geguckt, ne? Dass der Sprit nicht reicht. Aber jetzt ist es ja auch. Kann ich irgendwo hier hinfahren? Nee. Schnellreise, ja. Wahrscheinlich der Sprit auch direkt wieder alle. Prozent noch. Sollte auf jeden Fall bis Rinne reichen.
sehe schon, wie ich das bereuen werde. Dass ich nicht vollgetan habe. An der Straße. Danke. Kann ich auch nicht so oft machen, weil das mein Motorrad nicht so geil findet. Das war ein Fehler. Ich dachte, ich komme vielleicht noch hoch. Zeige ich schon gelb. Clever, dass ich noch einen stärkeren Motor eingebaut habe. Vielleicht wäre ein spritsparender Motor besser gewesen. Den gab es ja leider nicht. So. War vielleicht auch gar nicht so clever, was ich gemacht habe, weil ich muss den Sprit ja klauen. Aspirin klauen. Die Antibiotika klauen. Aspirin, ja. Oh nein. Ich hab schon wieder. Wenn ich auf dem Motorrad sitze. Kann ich also nicht mein Inventar. Das ist ja. Achso! Klar. Das hätte ich auch mir denken können. So. Hat er den blöden Zaun vor oder wie sieht das aus jetzt? Oh. Wenn ich wegen euch eh schon so einen scheiß Umweg fahren musste, kann ich jetzt also gleich mal gucken, ob es hier irgendwo. Hier ist hier eine Bunch of Nothing. Wahrscheinlich. Was hört mich doch hier schon. Alles klar. Das war's. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Ach ja. Ja, nicht gerafft, ne? So ein Kürbiskopf liegt. Na, ja, da haben wir doch Sprit. Das ist doch schön. Das sieht doch schon gelohnt. Die Schalldämpfer finde ich eigentlich in letzter Zeit. Das ist ja unnormal. Wie bitte? Und wo er schon wieder kommt. So, aber das können wir gut gebrauchen. Volltanken bitte für den Papa. Ah, dann mal los.
So. Miep, miep. Alles okay. Wo sie gerade sind, jetzt auch nicht, weil. Muss das Bike dann wieder reparieren? So. Die Frage, die sich mir stellt. Muss ich hier jetzt schon reinlaufen? Brandon, hallöchen. Da kenne ich gerade eine Leiche. Irgendwo. Ah, scheiß drauf. Grüß dich. Hey, das Gon streamst du. Na super, da kann ich meine Predigt löschen. Und sogar mit Weihnachtsmütze. Ja, ich habe sie zwar nicht gleich sofort aufgehabt, aber ist mir noch eingefallen dann. Aber ja, ich habe sie dann aufgesetzt. Ah. Es hat sich keiner für Multiplayer gemeldet, deswegen der ist gone. Weil hier muss ich meine Story noch fertig kriegen auf jeden Fall und das wird noch einen Augenblick dauern, denke ich. Muss ich jetzt die 160 Meter ranlaufen noch? Ach, natürlich nicht. Ich fahre natürlich, oh, ich bin mit dem Motorrad. Wenn ich nachher Beine in die Hand nehmen muss, dann fahre ich lieber anstatt zu laufen. Hier ist auch schon besser. So. Sportlich. Hebt sich da gerade eine. Ja, darum? Im Ernst? Der Junge braucht Hilfe! Leute. Das ist ein Event, ne? Kann ich dir helfen? Lauf, lieber Kollege, lauf. Er chillt! Er chillt! Du zeigst! Wo ist er denn? Ich muss ihn irgendwie beschützen, ne? Hat keine Waffe in der Hand, tut aber so. Ich muss ihn jetzt hier erstmal helfen. Macht er jetzt nicht wirklich, oder? Den Move. Zack, zucker nebenbei Dark Souls 2, bin also ein Gassig-Loka. Nicht schlimm. Nicht schlimm. So, gut. Kann ich dich jetzt mal saven? Das macht mich immer ganz fuchtig, ne? Der hängt da in 44 Meter beginnt meine Quest. Da läufst du genau rein jetzt gerade, Kollege. Ah. Jetzt. Ich werde dich da rausholen. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. So, liebe Freunde, in welches Camp schicken wir denn? Idealerweise da, wo es am meisten XP gibt, glaube ich. Jetzt die Katzendecken wieder? Oh. Katzendecken, verteilst du die?
Nachdem Lyrian sie alle irgendwo runtergezogen hat? Welches Camp? Copeland oder Iron Mike? Eigentlich Iron Mike, ne? Weil bessere Waffen und so. Hey, hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Oh, ich war so gut wie tot. Verdammte Scheiße, Mann. Vielen Dank, oh Mann. Er war wirklich so gut wie tot. Das war Deacon St. John. Die kennen mich. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Schizo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemand von meinen Leuten? Nein, Schizo, alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende. Ist das. So, also noch ein Stückchen weiterfahren. Liegen noch Leichenteile. Die sammeln wir mal ein. Darf ich gar nicht. Ja, moin. Schon wieder ein Schalldämpfer. Darf gar nicht dahin, weil. Ach gut. Ja, nee. Gar kein Zwang. Open World und so. Läuft. Ja, liegt vielleicht nachher auch noch da. Ich glaube, einer oben auf dem Fels versprungt, aber was drauf. Oha. Alles klar. Hier ist kein Schalldämpfer nötig, glaube ich. Dem auch nicht. Nein. Na, 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 na. Geschütz oder was? Oder lol?